Guten Tag, ich bin Yasuaki Kurata. Ich beschäftige mich seit 34 Jahren mit Hongkong-Filmen. Das ist schon eine enorm lange Zeit. Mit bereits 24 Jahren begann ich mich für die Hongkong-Kinowelt zu interessieren. Und seitdem ist wirklich viel passiert. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf immer noch ausüben kann und dort auch weiterhin gebraucht werde. Es ist natürlich nicht nur reine Dankbarkeit, denn ich muss ja auch meinen Unterhalt damit verdienen. Auch fortan werde ich sehr hart trainieren und möchte so noch mindestens 10 Jahre, mittlerweile sogar mit den dritten Zähnen, weiter aktiv sein. Ich bin sehr glücklich darüber, dass Blood Fight jetzt als DVD erhältlich ist. 1986 hatte ich die Idee, meinen ersten Film zu drehen. Wir dachten zunächst, es sei sehr schwierig, großes Kino zu produzieren, wegen der damals noch fehlenden Sponsoren. Also entschlossen wir uns, diesen ersten Film mit eigenen Mitteln zu realisieren. Zu Beginn, zusammen mit Yang Su, Sie erinnern sich doch noch an den Muskelschauspieler im Film, hatte ich mit ihm über die verschiedenen Pläne gesprochen. Gerade kurz davor hatte er mit Jean-Claude Van Damme in den Film Bloodsport den Bösewicht gespielt. Er sagte mir damals wörtlich: Du kannst noch weitaus bessere Actionfilme als Bloodsport produzieren. Meinst du wirklich? Entgegnete ich ihm seinerzeit und fragte ihn gleich darauf: Wie meinst du, sollte deine Rolle in unserem ersten Film heißen? Shang-Li, antwortete er. Seine Rolle bei Bloodsport hieß übrigens Chong-Li. Es war eine wahrhaftig tiefe Leidenschaft von ihm für dieses Projekt zu spüren. Richtig aufwendige Actionfilme zu drehen war damals nicht so leicht. Es gab ja noch keine Computer-Graphics. Deshalb bestand die schwierigste Aufgabe darin, einen Schauspieler zu finden, der solche Kampfszenen auch tatsächlich umsetzen konnte. Schließlich fanden wir Simon Yam. Vielleicht kennen Sie ihn bereits aus dem Film Tomb Raider 2. Damals war er noch Nachwuchsschauspieler. Als ich mit meinem Freund Wu Ping Nguyen, er war unter anderem Actionregisseur bei Matrix in Hongkong, einmal essen ging, brachte er einen jungen Mann mit. Ich fragte Wu Ping, wer ist er? Ist er neu im Geschäft? Wie wäre er für meinen neuen Film? Darauf Wu Ping, okay, ich werde mit ihm darüber sprechen. Zu Beginn wollte Simon nicht mitspielen, weil er die Technik des Kung Fu damals noch nicht ganz beherrschte. Wir engagieren ein Double für dich, sagte ich ihm. So konnten mein Partner Yang Su und ich ihn dann doch noch überreden. Es war im Jahr 1988. Für unseren Film drehten wir in Japan die letzte Szene. Wir bauten den Kampfring im Studio und benötigten für ein Publikum einige Komparsen. Der Ring war absolut kein Problem, aber es war gar nicht so leicht, passende Komparsen zu bekommen. Wir organisierten ca. 100 Leute dafür. Nur handelte es sich dabei um 70- bis 80-jährige Großmütter und Großväter. Yang Su sagte mir, 100 Leute sind toll, aber sie passen einfach nicht in die Szene. Es funktioniert einfach nicht, wenn ein so altes Publikum so macht. Ja, ich glaube, du hast recht. Schließlich konnten wir ca. 200 weitere, jüngere Komparsen dazu gewinnen. Insgesamt bekamen wir so ein Publikum von rund 300 Leuten zusammen. Einige von ihnen waren eigentlich nur neugierig. Und in der Tat, die Dialoge waren ja auch alle in Englisch. Mir war so langweilig dabei, dass ich den ganzen Tag auf meinem Stuhl sitzen blieb. Nun, 15 Stunden später hatten wir die Szenen dann abgedreht. Und fast alle Komparsen verließen das Set. Es hätte schon recht komisch ausgesehen, wäre für den Kampf kein Publikum vorhanden gewesen. Also platzierten wir unsere Komparsen immer wieder jeweils neu in bestimmten Kamerawinkeln, so dass der Eindruck entstand, die gesamte Halle wäre mit Leuten gefüllt gewesen.
Interessanterweise war es deutlich komplizierter, die Komparsen im Hintergrund in den Kasten zu bekommen, als den eigentlichen Kampf, welcher sich im Vordergrund abspielte. So drehte ich 2 Wochen in Japan. Dann gingen wir nach Hongkong. Bis dahin hatte ich als Schauspieler schon in zig Filmen mitgewirkt, nun aber zum ersten Mal einen Film selbst produziert. Und so ergaben sich auch ganz andere Probleme und jeden Tag neue. Mal ist der Schauspieler nicht erschienen, mal hatte er schlechte Laune. Eines Tages erschienen sogar mal Leute von der japanischen Mafia und belästigten unseren Dreh. Sehr mühsam beseitigten wir nach und nach unsere Probleme und konnten unseren Film endlich fertigstellen. Zuerst habe ich den Film auf das Los Angeles Film Festival fürs Marketing mitgenommen. Das war 1989, dem Jahr, in dem der Tenno gestorben war. Ich erinnere mich noch sehr gut, das war am 15. Januar. Überraschenderweise wurde der Film sofort sehr gut angenommen. Und so konnten wir ihn in ca. 20 Ländern verkaufen. Viele sagten uns, ja, das ist ein sehr guter Film. Also kauften sie ihn. Schließlich stieg die Zahl der Länder, die unseren Film kauften, auf insgesamt 35. Ich dachte nicht, dass es so schwierig ist, einen Film zu machen. Aber war es ja auch nicht. Damals hatte ich einen Hit produziert. Viel komplizierter war es nun, einen zweiten guten Film zu drehen. Ich habe bemerken müssen, wie anstrengend es ist, eine gewisse Kontinuität beizubehalten. Aus diesem Grund konnte ich anschließend 10 Jahre keinen Film mehr produzieren. Vor nun 2 Jahren, habe ich endlich einen neuen Film in China an der chinesischen Mauer gedreht. Er heißt Yellow Dragon. Für diesen Film habe ich diese gewissen Zauberpillen erfunden. Nimmt man eine dieser Pillen, erhält man übernatürliche Kräfte, kann so über 10 Meter springen oder sich unglaublich schnell bewegen. In diesem Film haben wir nun auch neueste Technik und Computergrafik eingesetzt. Damit verbrachten wir ganze 10 Wochen. Und ganz so leicht war es dann auch nicht. Jeden Tag ergaben sich neue Probleme. Trotzdem konnten wir den Film dann doch noch fertigstellen. Gerade stellte ich ihn dem internationalen Filmmarkt vor. Ich bin jetzt über 50 und Filme sind meine Leidenschaft. Einen Kinofilm machen, das sagt sich so leicht. Das Wichtigste für einen guten Film sind das Team und nicht zuletzt das Geld. Auch die tollsten Ideen lassen sich ohne die finanziellen Mittel nicht verwirklichen. Ich wünsche mir sehr, dass unser Kino mehr und mehr an Popularität gewinnt und so das Interesse von Investoren weiter weckt. Auf diese Weise könnten sich japanische Filme zukünftig zu Gesamtkunstwerken entwickeln. Obwohl Blood Fight ausschließlich mit meinen eigenen, bescheidenen finanziellen Mitteln produziert wurde, hoffe ich, dass Sie sich diese DVD kaufen und viel Spaß daran haben. Ich denke, Sie fühlen darin ganz sicher meine Seele.